In the new version for violin. Friedrich Gulda war in unserem Haushalt zu Hause mit meinen Eltern ein sehr präsenter Künstler. Friedrich Gulda war also so eigentlich so ein Hausheiliger bei uns. Und ich halte ihn auch heute, 40 Jahre später, immer noch für einen der außergewöhnlichsten Musiker und Künstler, den Österreich im letzten Jahrhundert hervorgebracht hat, als Heinrich Schiff mit der Aufnahme des Cellokonzerts herauskam. Ich glaube, es war 1982 oder 81, und das war dann bei uns eigentlich relativ schnell in der Walkman-Dauerschleife. Das war natürlich eine kleine Revolution, die man nicht erwartet hat und die uns Jungen riesigen Spaß gemacht hat, dass ein Cello plötzlich wie ein Saxophon klingen darf und eigentlich über ein Blues-Schema einen sehr rockigen Chorus drüber jagt und daneben ländliche Idyllenmusik entsteht und auch entstehen und bestehen kann. Vierter Satz Menuett ist für mich so eine Couperin-Anspielung, ein barockes Thema, das genauso auf dem Hof Ludwig des 14. hätte gespielt werden können. Also ich war als Gulda-Interpret schon einigermaßen verrufen. Ich habe sein Violinkonzert, seine Wings, relativ viel gespielt. Dann kam eben über den Verlag, über den Papageno Verlag, die Anfrage, dass es schon mehrere Versionen einer Violinfassung des Cellokonzerts gäbe. Denn es interessieren sich so viele Geiger für dieses Cellokonzert, dass der Verlag sich entschieden hätte, eine Version herauszubringen und ob ich gewillt wäre, die Erstaufführung und die Ersteinspielung zu machen. Diese Butter habe ich mir eigentlich nicht mehr vom Brot nehmen lassen und ich habe dann sehr große Lust bekommen, dieses Stück zu spielen, und die Lust wurde größer, je mehr man das kennenlernte und je mehr man das studierte. Dann kam es eben auch zur Erstaufführung und zu einer Aufnahme, und es ist eine sensationelle Aufnahme geworden, das traue ich mich wirklich sagen. Hört sich wie eine Improvisation an, ist aber Note für Note festgelegt. Ich habe natürlich inzwischen schon einige Aufführungen hinter mir, wo ich mich von diesem Text auch ein bisschen befreie, weil das sicher im Sinne von Friedrich Gulda gewesen wäre. Also das gestehe ich mir schon zu. Aber sonst ist alles notiert und das muss man auch sehr gewissenhaft lösen nach Urtextangabe. Tipps kann ich jetzt nicht wirklich verteilen, aber wer diesen ersten Satz stilgerecht spielen will, der soll sich mit Rockmusik wirklich beschäftigen. Der muss das hören, der muss das fühlen und der soll möglichst auch einmal in einer Band gespielt haben und viel Big Band Musik hören. Technisch ist wahrscheinlich der erste und der letzte Satz am schwierigsten. Ich bin überzeugt davon, dass Friedrich Gulda diese Version sehr gern gehabt hätte. Wesenszug von guter Musik, dass sie durchaus auf verschiedenen Instrumenten gespielt werden kann.